Hallo und damit herzlich willkommen zur letzten Folge von Craft Attack 6. Mit dieser Folge möchte ich das Projekt offiziell beenden. Wir haben alles getan, was wir tun wollten, bis auf eine Sache. Zu dieser Sache komme ich jetzt einfach mal zuerst. Ihr seht es da hinten, da ist schon so ein Wald gebaut, den ich mit Basti GAG zusammengebaut habe in einem Stream. Und ja, wir haben eigentlich alles von unserer To-Do-List abgehakt, bis auf die Insel mit Skate da hinten. Aber Skate spielt ja kein Craft Attack mehr. Und ich habe ja schon gesagt, die beiden Punkte, die ich mit anderen Leuten machen will, sind optional. Aber darum geht es gar nicht. Es geht heute darum, Craft Attack zu verabschieden. Craft Attack 6 ist für mich hiermit dann offiziell beendet. Wer nochmal rückblickend in die Staffel schauen will, so was alles passiert ist, was so gemacht wurde, der kann bei dieser Folge dranbleiben, denn ich möchte euch heute natürlich ein bisschen erzählen, wie ich Craft Attack fand, das Projekt so ein bisschen abschließen, mir Gedanken machen und so weiter und so fort. Also zuerst einmal fange ich an mit dem, was ich erstmal gemacht habe, und da hat die Lytra ultra spät geöffnet. Der Server ist umgezogen. Früher war er woanders, jetzt liegt er bei Early Boy auf einem Server, und seitdem das passiert ist, ist furchtbar. So, ihr seht, das laggt. So, also wir haben hier das Schrimpt-Hauptquartier und den Aufzug, beziehungsweise den Aufzug schön bauen. Ganz ehrlich, das spare ich mir an dieser Stelle auch. Aber der Aufzug ist ja, unten ist er ja schon schön. Und der Wald, das waren die letzten Punkte. Und das Einzige, was hier noch steht, ist das Schrimp-Hauptquartier. Und es ist immer schön, wenn ein Projekt endet und das Schrimp-Hauptquartier nicht fertig ist, weil das ist einfach Gottes und Running Gag eigentlich. Wir sind durch. Wir sind fertig. Wir haben alles gemacht, was wir machen wollten. Grüße gehen raus an Basti. Entschuldigung, dass ich den Aufzug jetzt doch nicht mehr mache. Aufzug schön machen heißt einfach, wenn man hochgeht, den Aufzug. Links und rechts alles aus Stein machen. Da war noch ein bisschen Erde und das, naja. Gut, fangen wir an mit dem Zauberwald, den wir hier haben. Das ist nämlich eigentlich ganz nice geworden. Und danach gehen wir so rückblickend einmal durch. Also wir haben hier natürlich rechts den Weg zu mir. Hier geht's zu dem Aufzug. Ich finde das, wie gesagt, eigentlich eine echt schöne Sache. Und dann haben wir hier auf der anderen Seite, wenn man hier entlang geht, kommt man dann so langsam, aber sicher in den Zauberwald mit ein paar lila Blöcken noch mit eingebaut. Wir wollten noch ein paar Pilze einbauen, die haben wir dann aber an dem Tag einfach auch nicht mehr gemacht, weil ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube, Basti musste weg. Aber gut, den Zauberwald habe ich dann noch ein bisschen alleine zu Ende gebaut. Wir haben hier so eine kleine Brücke, die über das Wasser geht. Das Wasser selber hat meinen Beacon noch mit drin, das heißt, hier kriegen wir den Haste-Effekt und so weiter und so fort. Finde ich einfach eine schöne. Ist eine Kleinigkeit, aber das ist so ein, finde ich, sehr, sehr schöner und kleiner Weg zu Basti. Und das ist einfach, ich finde es einfach eine schöne Sache. So eine Kleinigkeit, das ist aber, die Fläche war immer frei und jetzt steht hier ein Wald drauf. Das finde ich persönlich einfach schön. Den Weg zu Basti werde ich nicht bauen. Wenn Basti dann noch irgendwann mal online kommt, dann denke ich mal, wird er das machen. Aber ich schätze einfach nicht. Aber dieser Zauberwald finde ich schon sehr, sehr nice. So, jetzt kommen wir mal zum Rückblick. Angefangen hat natürlich alles da hinten. Also in dieser Richtung hat natürlich wie immer alles angefangen an diesem Punkt, den wir hier haben, an dem Spawn. Das ist der Craft Attack Spawn. In Craft Attack 4 hatten wir denselben Spawn. In Craft Attack 5 hatten wir einen anderen Spawn. Ja, in 5 hatten wir einen anderen Spawn. In 6 hatten wir dann wieder so einen Spawn mit Einweg-Elytra, die man bekommt. Ja, gut. Jetzt haben wir sie auch erstmal. Jetzt können wir sie auch nicht mehr ablegen. Aber diese Einweg-Elytra und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Was krank ist. Das ist Saturation, wenn wir oben stehen dann noch. Das ist aber nett. Ja, keine Ahnung. Hier haben wir alle angefangen und es hat sich dann aufgeteilt in drei Städte. Einmal in diese Stadt, die lange Zeit einfach keine Stadt war. Wir wollten uns einfach alle irgendwie hier ansiedeln, aber man sieht es auch nicht so gut. Warte, ich gucke mal kurz, ob ich die Render-Distance hochstellen kann. Jo, das sieht doch schon besser aus. Hier hat alles angefangen, bei mir und bei vielen anderen. Spark hat sich hier angesiedelt, Early Boy hat sich hier angesiedelt und noch ein paar andere Leute. Da schauen wir aber gleich vorbei. Wir fangen erst bei den anderen beiden Städten an. Ich glaube, G-Time spielt auch noch Craft Attack. Ich bin mir da aber gar nicht sicher. Da müsst ihr mal auf seinem Kanal abchecken. Hier haben wir die Stadt Rot, da fangen wir auch an. Und ja, hier haben sich viele Leute angesiedelt, wie ich, also ich auf jeden Fall, Noah, Unge, Dustin und so weiter und so fort. Gommel war hier, glaube ich, auch. Sehr, sehr viele Leute waren hier in Stadt Rot. Dena war auch in Stadt Rot. Es waren einige in Stadt Rot. Und ja, es ist einfach nur sehr, sehr verbuggt, das mit der Elytra fliegen, hier aktuell auf dem Server, weil es alles sehr laggt. Hashtag Grüße gehen raus an Early Boys Server. Aber hier haben auch einige Leute gebaut. Irgendwann wurde die Stadt umgebaut, von der roten Stadt zur pinken Stadt. Das sieht man ja auch schon da. Hier sehr viel Pink wurde mit eingebaut. Axel hat ja auch gewusst, wer erstmal das Axel mit dabei war. Ich habe ja mit ihm eigentlich nichts gemacht. Aber ja, das war, fand ich eigentlich schon cool. Das fand ich generell, also diese rote Stadt fand ich generell sehr nice, weil es hier so ein bisschen alles enger gebaut wurde. Und hier kam das Stadtgefühl irgendwie ein bisschen besser rüber, habe ich so das Gefühl. Also hier hat jeder so irgendwie ein bisschen zusammengebaut. Es gab eine gemeinsame Farm für Chickens. Es gab eine gemeinsame Farm, die von Joecraft gebaut wurde, die auch zum ersten Mal dabei waren. Also sehr viele neue Leute mit dabei bei Craft Attack. Es gab
Die Kartoffelfarm, die jeder benutzen durfte, auch wenn sie jetzt hier von Excel gemacht wurde. Es gibt hier die einzelnen Häuser, es gibt einen gemeinsamen Stadtbrunnen und so. Das ist alles sehr eng. Hier wohnt jemand, da wohnt jemand, da wohnt jemand. Alles sehr, sehr eng beieinander. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr geile Sache. Das sollte man, wenn man nochmal ein Projekt macht, irgendwie, kann man das auch schon. Auch hier, guck mal hier, das ist ziemlich cool. Hier, je nachdem von Tageszeit, gehen, glaube ich, die Dinger hier auf, oder? Nö, aber könnte man, glaube ich, theoretisch machen. So Redstone-mäßig. Das habe ich auf dem Subserver zum letzten Mal gesehen. Oder zum ersten Mal gesehen überhaupt. Aber das finde ich eigentlich schon eine sehr, sehr coole Sache. Finden wir hier denn vielleicht ein Bett, in dem wir schlafen können? Wo sind wir denn gerade? Ich glaube, wir sind bei Noah. Ist das Noah? Ich glaube, das ist Noah. Ich bin mir da aber gar nicht sicher. Ich suche mal ganz kurz ein Bett, in dem ich schlafen kann. Und dann machen wir hier weiter. Wobei, wir können ja auch mal ganz kurz noch dazu sagen. Also, wie gesagt, das hier ist jetzt... nee, eigentlich, ich gehe eben schlafen. Das ist ein bisschen tricky. Ja, wie gesagt, ich mochte anstatt Rot einfach, dass sie sich zusammengeschlossen haben. Dass es alles so ein bisschen zusammen war. Und das fand ich halt eine schöne Idee. Das gab es so lange nicht mehr, dass alle so sehr beieinander waren. Hier unten ist dann auch noch eine weitere Stadt entstanden. So halb jedenfalls. Ein paar Gebäude wurden auf jeden Fall gebaut. Ich glaube, hier waren Balui, Dalukat, Flocke und Items for Sacred waren hier. Es tut mir furchtbar leid, dass die Elytra so mega rumbackt. Early Boy Server, ihr wisst Bescheid. Aber das war hier diese Stadt. Und ich habe schon Rechtsklick gemacht. Und damit haben wir schon zwei der vier Städte abgeschlossen. Also, ja, diese Stadt hier unten war sehr schnell inaktiv, leider. Und hier waren auch nach einiger Zeit viele Leute inaktiv. Unge ist ja auf die Insel gezogen. Genauso wie Noah und Reeft und so weiter und so fort. Und die haben dann logischerweise ein bisschen weniger gemacht. Das kenne ich gar nicht. Von wem ist das denn hier? Da muss ich tatsächlich mal schauen. Ich weiß gar nicht, von wem das hier überhaupt ist. Ich kann es mir denken. Steht's dran? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber das werden wir wahrscheinlich hier sehen. Ein Geschenk von Reeft, lol. Nee, also ich weiß nicht mehr, wie der YouTuber hieß. Verdammt, ich hab den Namen vom YouTuber vergessen. Aber wir hatten irgendwie mal jemanden drauf. Ich glaube, Sturmwaffe, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nicht mehr genau, wer hier noch zusätzlich drauf war. Dann hatten wir hier ein Haus von, ich glaube, das war von Nordcollin. Bin ich mir aber nicht sicher. Hier war Eve, die auch nicht so viel gemacht hat, leider. Und dann kommen wir zu einer weiteren Stadt, die relativ aktiv waren. Also man sieht hier auch schon... Das sind so die Gebäude von Revi. Sehr cool mit dem Kupfer hier oben drauf. Kupfer wird ja grün. Also so ein bisschen hat er genau diese Farbe, wenn es irgendwann ein bisschen oxidiert, ein bisschen länger da ist. Ich weiß nicht, ob oxidiert jetzt der richtige Fachbegriff war. Aber ja, das ist eigentlich auch ziemlich geil gemacht hier von Revi und Co., die hier richtig viel nicen Kram aufgebaut haben. Ich habe ein Texture Pack drin, da sieht Diorite so aus. Also nicht wundern, wenn ihr diese Textur seht, das ist Diorite. Das ist so ein kleiner Joke auf dem Subserver, der da gerade noch ein bisschen am Start ist. Ja, hier haben wir dann auch die Projekte von Gamers Time und die sind natürlich mal wieder absolut krank gewesen. Also Grüße gehen raus. Also wir haben hier ja natürlich diese ganze Stadt, die sie bauen wollten, hier mit dem Eingangstor, das leider nicht fertig geworden ist. Aber die Brücke, richtig nice, muss ich sagen. Das sieht tatsächlich sehr, sehr cool aus und ich stelle die Chunks nochmal ganz kurz ein bisschen runter. Ich glaube, so sollte das deutlich weniger laggen. Hier haben wir dann auch sehr viel gehabt. Also ihr seht schon, ich muss die Leertaste ein bisschen spammen. Hier haben wir auch sehr viele Sachen gehabt, die ich auch benutzt habe. Zum Beispiel die Skelettfarmen von den Leuten hier, die gebaut hatten. Richtig praktisch einfach nur. Hier hat auch Basti gewohnt. Der hat ja hier hinten seinen kleinen Schuppen gehabt. Wer hat hier noch gewohnt? Also Gamers Time, Basti hat hier gewohnt. Balui ist später hier hingezogen. Das Ding wurde von Gamers Time wieder abgerissen von Balui. Fand ich auch spannend, dass das einfach abgerissen wurde. Dann haben wir hier aber eine Creeper-Farm in diese Richtung. Meine Mob-Farm ist in diese Richtung auch spannend. Wir haben hier den ledernen Basti, glaube ich. Das ist ja Bastis Kneipe, wenn man so will. Ja, da kann man hier ein paar schöne Abende verbringen. Leider auch nicht komplett fertig gebaut worden. Finde ich immer ein bisschen schade. Bei Craftstack hören ja immer nach mittlerweile 2 Monaten die Leute schon wieder auf. Und früher wurde Craftstack halt so mehrere Monate gespielt. Das finde ich auf jeden Fall immer sehr schade. Craftstack 6 hat aber irgendwie gefühlt länger Spaß gemacht, beziehungsweise länger die Leute gehalten als Craftstack 5. Und das fand ich an der Stelle schon mal richtig nice. Also Craftstack 6 fand ich schon besser als Craftstack 5, aber mein Lieblings-Craftstack ist auch immer noch 1 und 3 so ein bisschen, die waren beide großartig. Hier haben wir noch ein paar Gewächshäuser, sieht mega nice aus, dann das Haus und hier oben wollte Kevin ja diese riesen Burg bauen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er damit weitermacht, aber der Grundriss ist da. Holy moly. Also, wenn der die Burg zu Ende baut, dann ist aber echt übelsten Respekt. Das wird sehr groß, ich weiß nicht, ob man das überhaupt... Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Gamers das hier weitermacht, aber der ist schon ein bisschen crazy im Kopf. Also kann schon sein, dass er das hier zu Ende baut, weiß ich aber nicht. Aber wenn, dann wirklich Respekt. Aber das hier sieht da auch schon so mega geil aus und das hier auch alles und diese gesamte Stadt hier unten. Finde ich eigentlich eine sehr, sehr nice Sache. Hier oben hat man noch so ein bisschen was. Das fand ich immer ganz cool, was hier so hängt. Wie gesagt, der Server-Lag ist ja ein bisschen crazy. Aber ansonsten, ja, genau das meine ich. Ansonsten ist das hier schon alles ziemlich cool geworden. Und es hat auch echt... Das hier finde ich auch so eine sehr, sehr coole Brücke einfach. Die hat mir damals schon gefallen. Eine mega nice Sache. Aber ja,
Gamers Time hat halt hier seinen Kram gebaut und dann ging das noch runter und in den Berg hinein. Da hat er so eine größere Base gebaut. Wenn ihr die Bases von den ganzen Leuten einzeln sehen wollt, dann, ja, es ist ganz, also, ich habe Leertaste gespammt. Wenn ihr die Bases von den Leuten einzeln sehen wollt, dann checkt auf jeden Fall deren Kanäle ab. Zum Beispiel den Kanal von Gamerstime, den Kanal von Revi, den Kanal von Balui, den Kanal von Zinus, denn das ist das nächste Haus, so ein bisschen auf unserer Agenda. Nee, vorher ist Early Boy. Der hat auch ein Haus gebaut, das ihm vorgebaut wurde, tatsächlich von seiner. Er hat ja so eine Crew, die es vorgebaut. Schade, also ich finde erstmal Props an Early Boy, dass er das Haus gebaut hat. Schade finde ich, dass er halt wirklich nur dieses Haus gebaut hat. Und das war's. Also hier ist ja wirklich nur dieses Haus entstanden. Wirklich bis hier, wahrscheinlich wurde es bis da vorgebaut und dann Ende. Also, dann ist Ende, dann wurde hier nicht weitergemacht. Das finde ich ein bisschen schade, da hätte man noch sehr viel aus der Umgebung hier rausholen können. Das sieht aber eigentlich jedes Craft Deck gleich aus bei Early. Also beim letzten Craft Deck war es auch so, beim vorletzten auch, dass er irgendwo ganz viel flach gemacht hat. Dann hat er überall Fackeln draufgestellt und dann ist nie was passiert. Mittlerweile hat er schon ein Haus. Ich denke mal, im nächsten Craft Deck schafft er ein Haus und noch einen Garten. Ja, das fand ich tatsächlich cool. Aber hören wir mal auf mit dem Early-Bashing. Das Haus sieht tatsächlich sehr cool aus. Und Props auf jeden Fall, dass er ein Haus gebaut hat. Hierhin waren Debitor und Craftcrafter. Debitor hat ja auch nach einer Zeit aufgehört mit dem Minecraft-Content, den er früher gemacht hat. Macht er jetzt andere Sachen auf seinem Channel. Mehr im internationalen Bereich. Und hier haben wir dann auch die Base. Da gehe ich jetzt auf jeden Fall nicht rein, weil mir das ein bisschen zu gefährlich ist. Weil da stirbt man eh alle 2 Sekunden. Debitor und Castcrafter Space, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Sache. Richtig viel Mühe gegeben, auch hier mit dem Portal, was da drin ist und mit diesem Berg. Leider auch nicht fertig geworden. Und das ist, keine Ahnung, das ist eigentlich bei fast allem der Fall in Craft Trek. Also es gibt, also ich glaube, super wenige Leute, die überhaupt fertig geworden sind mit ihrer Base. Also Early Boy, ja, würde ich sagen, das Haus ist halt fertig, aber die gesamte Base ist nicht fertig. Gamerstime hat ja dieses übelste Projekt, aber ist ja noch nicht durch. Er macht ja noch Craft Deck, also glaube ich. Und Castcrafter und Debitor leider auch nicht fertig geworden mit dem, was sie machen wollten. Zinus ist mal wieder übelst eskaliert, kann man an der Stelle schon mal sagen. Hat auch ziemlich viele Folgen gemacht und ja, das sieht halt einfach, ist halt typisch Zinus, sieht halt einfach geil aus. Ich glaube, wenn man sagt, es ist typisch Zinus, dann weiß man mittlerweile im Minecraft bauen, dass es einfach geil ist. Und was ist denn hier los? Hallo? Naja, gut. Ist sehr, sehr geil geworden. Mit Villagerdorf im Haus integriert. Auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Sache. Ich weiß, dass er vorher sich Gedanken gemacht hat, wie mache ich das alles? Wie schaffe ich das, dass es alles irgendwie so ein bisschen integriert ist? Und ich finde, da hat er einfach sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Das fällt gar nicht auf. Er ist auch noch nicht ganz fertig geworden. Das erste Mal, glaube ich, dass Zinus nicht fertig geworden ist mit seinem Haus, das er sich bauen wollte. Aber das liegt ja auch daran, dass die ZimWG leider nicht mehr existiert. Als Craftstack hier gestartet ist, hat ja auch die... da hat die ZimWG nicht mehr existiert. Craft Attack 5 war ZimWG-Zeit, glaube ich. Craft Attack 5 war auf jeden Fall ZimWG-Zeit. Craft Attack 6 leider keine ZimWG-Zeit mehr. Auch spannend, so was da alles passiert ist. Vielleicht können wir mal so einen Rückblick machen als Video oder sowas. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, so einen ZimWG-Rückblick. Ich besuche Zinus ja demnächst. Dann können wir das ja vielleicht mal als Video machen. So ein bisschen darüber quatschen, wie die Zeit war und so. Aber egal, andere Sache. Das Zinus... Haus natürlich einfach wieder ultra geil. Woran man auch erkennt, dass Zinus ein Haus gebaut hat, ist, man geht durch den Vordereingang und weiß nicht, wo oben und unten ist. Man findet sich einfach nicht zurecht. Man kommt hier rein und denkt sich, okay, wo muss ich jetzt lang gehen? Wo geht's jetzt lang und so? Keine Ahnung. Richtig, richtig geiles Haus. Und wirklich Props von mir an dieser Stelle nochmal. Checkt seine Folgen ab, wenn ihr sehen wollt, was da abgegangen ist, weil das ist wirklich... Zinus baut so ein bisschen Next Level, muss man sagen. Zinus ist auf jeden Fall einer immer, der richtig krass baut. Auch sehr, sehr krass hart gebaut Sparky. Bevor wir da hingehen, checken wir uns aber noch so ein bisschen Zanders Sachen ab. Das ist hier ein bisschen im Berg entstanden. Ich glaube, da ist gar nicht mehr so viel dazugekommen, seitdem ich das letzte Mal da war. Ja, moin. Da muss ich aber los. Nee, ich glaube, hier ist tatsächlich sogar gar nichts dazugekommen. Nee, ist noch genauso, wie wir es beim letzten Mal vorgefunden haben. Leider auch offensichtlich auch nicht zu Ende gebaut worden. Finde ich immer ein bisschen schade. Aber ja, so ist Craftstack anscheinend mittlerweile, dass man, dass viele Leute Sachen nicht zu Ende bauen. Haben auch viele Leute einfach andere Sachen zu tun, muss man an der Stelle einfach sagen. Also, no hate oder sowas in der Richtung, ist halt die Feststellung. Aber was hier gemacht wurde, finde ich schon ziemlich cool mit diesem Fischtank und so. Und das, was durch diesen Fischtank durchgeht, finde ich eine sehr nice Sache. Und auch, dass man dann hier runter gucken kann noch in den Fischtank. Sehr, sehr nice. Ich hätte die Base gerne gesehen, wenn sie zu Ende gebaut wäre. Weil ich glaube, das wäre richtig, richtig nice geworden. Dann haben wir hier unten Sparks Hafen natürlich. Das finde ich jetzt ein bisschen, ja, plain. Da hätte man noch was hinbauen können. Aber ansonsten, Sparks Haus ist halt natürlich... Ehre, also das ist natürlich richtig krass gebaut worden. Hallo, okay, Elytra ist auf jeden Fall ausgelöst. Das ist auf jeden Fall richtig nice geworden, auch mit den Hühnchen. Ich habe Sparky des Öfteren mal geprankt, weil er mich geprankt hat und dann habe ich halt zurückgeprankt. Finde ich, muss auch mal sein, ne? Kann man auch mal hier den
Mein Gott, Alter, der Server laggt auch echt übel. Mit einer der Gründe, warum ich fertig werden wollte. Aber das ist auch auf jeden Fall richtig geil, was der Spark hier gebaut hat. Props gehen auf jeden Fall auch raus. Mit seinen Papageien, mit seinem Phönix, den er da hatte und das Innere von seinem Haus. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zu viel zeigen von den Leuten, wenn ihr das... Oh, das ist ja cool. Und zum Regal, dass er so da Sachen da drauf legt, das ist... Habe ich noch nie gesehen, so. Das ist echt nice. Okay, auch hier, das ist ja logisch, aber das mit den Itemframes, dass man das dann so hinlegt, dass es geht, wusste ich, aber das, ich wäre nie auf die Idee gekommen, das so zu machen. Props gehen auf jeden Fall raus an Spark, der hat auch hier was richtig Geiles gebaut und hat es sogar auch dann komplett fertig gebaut. Nice Sache. Wir hatten dann noch die beiden Neuankömmlinge mit dieser Redstone-Insel und dem ganzen Kram. Also da ist viel entstanden, wenn ihr das sehen wollt. Auch wie gesagt, guckt auf deren Channel. Die Base, die die hier haben mit dem Eingang und so weiter und so fort. Wir können ja mal in den Haupteingang reingehen. Ist auch mega krass geworden. Also kann man nicht anders sagen. Die beiden haben richtig losgelegt. Das waren Iosa und Joecraft. Die, ja, zack, auch Redstone-Profis. Aber das merkt man einfach, weil... Oh Gott, der Server ist echt hart am Lecken. Das merkt man halt aber auch einfach, weil das alles hier so ein bisschen mit Redstone ist. Und auch hier unten, das führt ja zum ganzen Redstone-Kram und so weiter und so fort. Also da hat man wirklich sehr, sehr viel Redstone mit eingebaut und es sieht einfach geil aus. Die ganze Base ist einfach irgendwie super cool. Ich mag die sehr gerne. Wenn wir dann weitergehen, kommen wir hier natürlich in die Stadtmitte. Da ist leider nicht so viel entstanden, wie ich gerne hätte. Viel hat Spark gebaut, viel habe ich gebaut. Und der Diorite fand ich das natürlich absolut großartig. Joes Dingens wurde leider nicht fertig. Das fand ich ein bisschen schade. Also ich hätte es cool gefunden, wenn Joes Konzerthaus hier fertig gebaut worden wäre. Aber war wahrscheinlich einfach ein zu großes Projekt. Dann haben wir hier an der Seite das Denkmal von den Porkchop Medias. Denn wir befinden uns hier in Techtown. So dem Namen haben wir der Stadt gegeben. Also da oben ist ja Techtown, das Schild. Und der Stadt haben wir den Namen gegeben. Und Techtown war ein Projekt mal mit den Porkchop Medias. Und deswegen habe ich hier den Porkies ein Denkmal gebaut. Ich weiß gar nicht, ob die das jemals gesehen haben. Irgendwie fände ich es cool, wenn die es gesehen hätten. So, dann haben wir hier hinten natürlich Skate, auch sehr viel gemacht, bis zuletzt noch Craftec produziert, aber der war halt leider in seinem Masterstudiengang sehr viel beschäftigt, der studiert Informatik und da war so viel los, dass er einfach nicht so viel Zeit hatte. Von daher auch nicht fertig geworden leider, aber was er hat, sieht auch sehr cool aus. Die Brücke habe ich noch gebaut in einer der letzten Folgen, wir überspringen mich an dieser Stelle mal ganz kurz, das Sub to PewDiePie-Shirt natürlich, Schild. Sehr wichtig, gerade PewDiePie hat zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme liegt wieder hinter T-Series, also ordentlich ran, bis er die 100 Millionen schafft. Das Haus von Veni sah am Anfang sehr geil aus, aber schon als ich das zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich für mich selber, es wird nicht fertig. Und so ist es halt tatsächlich auch. Veni hatte, glaube ich, starke Internetprobleme oder sowas, ich bin mir da gerade nicht sicher. Aber Veni konnte es leider nicht zu Ende bauen, was ich sehr schade finde, denn ich hätte das wirklich gerne fertig gesehen. Das sieht auch sehr geil aus. Total überrascht hat mich natürlich BastiGRG, wie ich glaube, sehr viele andere auch mega überrascht hat. Weil er kommt ja eigentlich aus der PvP-Szene und nicht aus der Bauszene. Und dafür hat er richtig hart abgeliefert. Besser als teilweise Minecraft-Bauer, wie ich finde. Und das ist einfach saugeil geworden. Der wollte ja früher ganz weit weg mit Veni bauen. Dann habe ich den so ein bisschen überredet und deswegen ist auch Veni hingezogen. Und dann hat er einfach hier diese Insel sich gesnackt. Ich finde schön, dass er sich überwunden hat auf jeden Fall. Aber dann haben wir hier diese Brücke zusammengebaut, die hier lang geht zu Basti. Und ab da hat er einfach nur, ist einfach nur insane ausgerastet mit seinem eigenen End, was er da unten gebaut hat. Das könnt ihr auch sehen in der Tour, die ich mal von seinem Grundstück gemacht habe. Ich glaube, Basti hat gar nicht so viele Folgen auf YouTube von Craft Attack. Aber selbst wenn, diese Folgen sollte man sich auch angucken, sind richtig gut geworden. Hier mit den Pilzen auf jeden Fall eine richtig, richtig nice Sache. Mit den verschiedenen Biomen, dann auch den Pilzen, dem schwarzen Pilz hier, dem blauen Pilz hier und so. Richtig, richtig nice. Und wahrscheinlich habe ich irgendwen vergessen hier in der Tour. Aber last but not least wäre dann mein ganzes Grundstück. Natürlich hier links das Haus. Ich weiß nicht, wer das gebaut hat. Das ist auf jeden Fall ein sehr hässliches Haus. Keine Ahnung, von wem das sein könnte. Aber hier meine Kathedrale und den ganzen Kram hier unten mit diesem fetten Baum und so weiter und so fort. Es ist schon geil. Ich muss sehr ehrlich sagen, ich hatte am Anfang von Craft Attack nicht wirklich den Plan, was ich machen soll. Und habe dann irgendwann... ich habe einfach angefangen. Ich habe einfach ein bisschen gemacht und irgendwie ist dann alles so ein bisschen zu dem geworden, was es jetzt ist. Ich finde es... Wie schnell ist denn der unterwegs? Ich finde, alles in allem ist das Ganze sehr gut geworden, muss ich sagen. Also, ich mag alles hier. Ich mag diese ganze Base, ich mag die Kathedrale. Ich mag, dass man hier hinten reingehen kann in diesen Abstellraum. Ich hätte mir natürlich noch ein bisschen mehr gewünscht für das eine oder andere, aber ich mag, dass es hier so runtergeht. Und ich mag wirklich ziemlich viel an dieser gesamten Base. Auch das System, dass man durchs Wasser schwimmen muss, um zum nächsten Punkt zu kommen. Ich mag diesen Raum hier, der sich öffnet und schließt, wenn man rein und raus geht. Das finde ich geil. Also, ich mag ziemlich vieles an meiner Base. Ich würde trotzdem einige Sachen verändern, wenn ich es nochmal bauen würde. Ich würde mir von Anfang an so einen besseren Plan machen, glaube ich. Aber alles in allem, und ich habe schon wieder nicht das automatische Lager hinbekommen. Irgendwann bekomme ich das auch nochmal hin. Aber alles in allem würde ich sagen, ist diese Base hier mittlerweile auf einem Stand, wo ich sagen kann, die ist nicht perfekt fertig, aber sie ist fertig. Wer jetzt hier drin spielen will in der Welt, kann es gerne tun.
Also ich weiß noch nicht, ob wir die Map zum Download freigeben können. Da bin ich mir einfach noch nicht sicher. Wir haben hier noch eine Kaktusfarm gehabt und hier die Vein Farm und hier die ganzen anderen Sachen. Die Räume für die Leute aus dem Stream jeweils immer. Und ja, hier natürlich auch unten lang, wenn man hier lang geht, der Weg in den Baum hinein, der einen nochmal zur Verzauberungsecke bringt. Und ich glaube, da ist auch ein guter Punkt, um diese Folge zu beenden. Mit den Minen von Moria natürlich im Untergrund noch und so. Also wir haben hier wirklich sehr, sehr nice viel gemacht. Und ich würde sagen, Leute, das war's mit Craft Attack. Am Schluss nochmal so ein ganz kleiner Rundgang. Also wenn ich die Craft Attacks, die bis jetzt stattgefunden haben, so ein bisschen ja, in die Reihenfolge einordnen sollte, wüsste ich gar nicht genau, wie ich es machen soll. Also ich glaube, auf Platz 1 ist Craft Attack 3 vielleicht und Craft Attack 4 ist so auf demselben Platz wie Craft Attack 6, also Platz 2. Am letzten Platz ist natürlich Craft Attack 2, das war ganz furchtbar. Aber alles in allem muss ich wirklich sagen, hat es mir wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf Craft Attack 6, auf Craft Attack 7 und eventuell auf ein Craft Attack in Hytail. Das könnte vielleicht auch kommen. Leute, wenn es euch gefallen hat, checkt auf jeden Fall mal Minecraft Space aus, denn da kommt die nächste Folge, die von Minecraft Space kommt, ist auch die letzte Folge Minecraft Space. Da schließen wir noch ein Projekt ab. Und checkt auf jeden Fall Minecraft Between Lands aus. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Rundblick gefallen. Vielleicht so ein bisschen Emotionen noch mit hochgekommen von dem, was alles passiert ist, diese Staffel. Viel Interaktion ist auch da gewesen mit Eskalation und diese Detektivsuche mit Revi, als Axel da gesungen hat, das war auch echt ziemlich witzig. Und diese ganzen Bauaktionen hier zusammen, das war auch nice. Der gemeinsame Endkampf natürlich, oder der Wither-Kampf und der Endkampf gleichzeitig. Da haben wir ja im End gegen super viele Wither, ich glaube gegen 10 Wither und den Enderdrachen gleichzeitig gekämpft. Das war tatsächlich lustig. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben und wir sehen uns. Haut rein, habt einen schönen Tag und ciao.